Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch Landratten hier wieder recht herzlich zurück zu Raven's Cry. Dem billigen Riesen 3. Aber was sich reimt, ne? Muss auch wahr sein und so weiter. Im letzten Part haben wir die Pirateninsel auch schon wieder komplett hinter uns gebracht und müssen nun, haben einen neuen Hinweis zum nächsten Mitglied dieser Crew von Bekloppten, die wohl damals unsere Eltern umgebracht haben und sollen jetzt auf die nächste Insel reisen. Da ich natürlich wieder vergessen habe, wie die Insel heißt, gucken wir gerade einmal bei Quests nach. Auf der Suche nach Brady. Auf der Insel namens Santa Muerte aufhalten oder Blanco Island. Also Santa Muerte oder Blanco Island. Schauen wir mal. On board GMPD. Und dann suchen wir mal Santa Muerte oder Blank Island. San Juan, Port Royal. Da war doch gerade Blanco Island. Blanco Island, da ist das. Wo sind wir denn aktuell? Wie weit ist das dahin? 144 Proviant. Holy shit. 9 Tage. Das ist ein bisschen. Da sind wir ein bisschen unterwegs, du. Aber hier für nix, ne? So, mal sehen. Wenn wir in irgendeinen Schiffskampf kommen, ihr wisst, was wir machen, ne? Tarnen, täuschen und verpissen. Ne? Klappt wunderbar. Kacke. So. So, wir können natürlich mal versuchen. Zack! Bäm, du Penis, Alter. So. So, dass ich keinen Bock habe da drauf, ne? Ihr wisst, was wir machen. Wir moven einfach ab. Wie das so läuft, wir werden einfach mit dem Wind jetzt schön uns verpieseln. Ich hab keinen Bock auf diese Schiffsscheiße. Also, wir können das schon ruhig mal wieder machen, aber momentan habe ich keine Lust. Da hau ich lieber einfach ab. Den hätten wir wahrscheinlich sogar besiegt, weil das ist nur einer. Und hätte natürlich Erfahrungspunkte gebracht. Aber bevor ich jetzt hier 5000 Stunden rumzirkel und dann so ein Schiff kaputt mache, nee, du. Nicht jetzt. Nächstes Mal wieder. Versprochen. Aber heute wollen wir einfach nur uns verpissen. Darf ich schon wieder die Map öffnen? Noch nicht. Wir sind noch nicht weit genug weg. Wir müssen noch ein bisschen weiter fahren. Ja, versuch du mal, ne? Versuch du uns mal nachzufahren. Wobei, gut, wir fahren mit dem Wind. Er könnte es sogar schaffen, wenn er sich nach uns ausrichtet. Kriegt das vielleicht sogar hin. So, voll in Wind, meine Freunde. Ah, so, Map ist schon wieder offen. So. Wo ist denn Blanco Island jetzt? Da. Oh, alles voll da. Holy shit. So, Ziel erreicht, ne? Zur Zeit der Piraten gab es einen ungewöhnlichen Exportschlager auf dem Markt in Puerto Cabello. Die Freibeuter kaufen südamerikanische Papageien und Affen, um sie auf See als Haustiere zu halten. Ja, so war das damals, ne? Zu dieser Zeit. Wir haben weder das eine noch das andere. Und dann nennen wir uns hier Raven. Piraten, Captain sonst was. Santa Muerte. Da sehen wir auch schon. Hey, wer hat denn hier den Weg versperrt? Oh oh. Was ist jetzt los? Wieso lädt er schon wieder? Ja, keine Ahnung. Aber macht nichts. Die Gegner sind hier überlegen. Dann ist es an der Zeit, ein neues Schiff oder stärkere Waffen zu kaufen. Ah ja, okay. Plötzlich, gerade eben war es noch eine Idyll, jetzt plötzlich brennt es. Oh, das sind mal Brusthaare, du. Oh, oh, Raven. Das Boot zu Wasser. Wir werden an Land gehen. Aye, aye, Sir. So soll es sein. Gerade eben stand ich zwar schon an Land, aber was soll's? Mein Gott. Ne? Man will das ja alles nicht so genau nehmen. Kero sitzt hier hinter mir, ist auch ganz... Hier wurde alles geplündert. Ja. Gibt's irgendwelche Überlebende? Noch keine gesehen. Wir müssen jemanden finden. Durchsucht alles. Aye, aye, Captain. Suche nach Überlebenden. Juhu, das klingt nach einem Plan. Ich habe schon mal tote Fische gefunden. Die leben nicht. Da, diese Ratte, die lebt. Eindeutig. Ich habe ihn gefunden, muss reichen. Ich würde auch sagen, wir haben ihn gefunden. Schluss fertig aus. So. Mal guck mal, hier läuft das Spiel sogar wieder richtig flüssig. Super, die Framerate, ey. Läuft doch. Oh, oh, jetzt geht's sogar. Ich gehe jetzt dahin, wo noch mehr ist und sie geht hoch. Das ergibt so viel Sinn. So. Ja, gerade eben sah das noch richtig idyllisch aus und plötzlich, wupp, nochmal neu laden, Cutscene und alles hässlich, alles am Brennen. So, Papphäuser, Papphäuser. Oh, hier gibt's sogar, oh Moment, ich sehe hier Feinde. Ich sehe da hinten auf der Map sich Feinde. Gleich mal gucken, was da Sache ist, da stehen sie schon. Ich bin dabei, Foxy Love. Alter, was seid ihr denn für Dödels? Au! Piss dich! Oh, holy shit. Gesessen, du. So.
plündern. Zitronengras. Ja, so Eingeborene. Jetzt hat es doch langsam so ein bisschen Riesen-Style. So, Mädel, kann ich mit dir reden? Dem Herr sei Dank. Euch muss der Himmel geschickt haben. Da wäre ich mir nicht so sicher. Foxy Love und Missy, ne? Oh nein. Ihr seid ein Pir... Seid ihr allein hier? Ihr habt doch sicher ein Schiff. Diese Wilden, sie waren plötzlich überall. Sie sind ins Kloster eingedrungen und jetzt sind alle tot. Wir müssen schnell weg von hier. Ich suche einen Mann namens Brady. Kennst du ihn, Schwester? Brady? Ja. Ja, er lebt bei uns im Kloster. Aber sie haben ihn weggeschleppt, glaube ich. Und die anderen, sie haben so viele einfach abgeschlachtet. Ich konnte mich noch verstecken. Aber die anderen, sie... Was ist mit Brady? Bist du sicher, dass sie ihn nicht umgelegt haben? Ich weiß nicht. Ich habe gesehen, wie sie ihn und Bruder Sibelius weggeschleppt haben. Später habe ich gedacht, dass sie alle weg sind. Aber dann hat mich doch einer von ihnen gefunden. Er hat sicher hier gelauert. Ich werde Brady suchen. Wo wollt ihr hin? Bitte lasst mich nicht hier zurück. Ihr könnt sie doch nicht verfolgen. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg. Doch, ich muss. Zu viele. Wir müssen fliehen und Hilfe holen. Ach, warte, Mädel, streit mal nicht so rum. Ich bin die einzige Hilfe, die es hier gibt. Captain, wir haben Geräusche gehört, Sir. Wo habt ihr die denn her? Stand hier so rum. Wir haben das Kloster überfallen. Sie ist eine Überlebende. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Drei Männer wurden in den Dschungel verschleppt. Ihr folgt ihnen leise, Donovan. Einer von denen ist der Kerl, den ich suche. Ich muss wissen, ob er noch lebt. Die Kannibalen haben auch die Mönche verschleppt. Wartet dort, bis ich auch komme. Aye, aye, Captain. Passt auf die Schwester hier auf. Sie soll sich nicht umbringen lassen. Ich muss mit ihr reden, wenn ich hier fertig bin. Aye, aye, Sir. Ich heiße Charlotte. Schwester Charlotte. Gebt noch Schwester. Zu trinken und vor allem sorgt dafür, dass sie keinen Lärm macht. Bei allem Respekt, Sir. Aber eine Frau an Bord, das bringt Unglück, meine ich. Nicht, wenn wir ein schönes Lösegeld für sie rausschlagen. Als Ausgleich für unsere Mühen. Geht jetzt, Männer. Und Finger weg von ihr. Ein Lösegeld? Das ist ja ungeheuerlich, Captain... Raven. Das kann nicht euer Ernst sein. Wie könnt ihr nach allem, was geschehen ist, an Geld denken? Seid ihr ganz und gar unchristlichen Geistes? Wenn es dir nicht gefällt, Schwester, kannst du gern mit den Wilden Vorlieb nehmen. Ich bin nicht sicher, wer hier die Wilden sind, Captain. Ja. Wird sich dann zeigen, ne? Wir haben immer noch kein neues Level-Up irgendwie, ne? Ich muss mal gerade gucken. Inventar, Level 7. Oh, nicht mehr viel. Dann haben wir das nächste Level. Dann gibt es wieder neue Skills. Ich freue mich schon. Einmal quicksafen. Gehe durch den Sumpf. Oh, ganz entspannt. Ich muss erst mal gucken hier. Oh, da sind aber echt ganz schön viele. Wenn ihr da oben auf die Map guckt, alles rot. Gibt es hier denn sonst irgendwas zu entdecken? Ich versuche es ja immer mal wieder. Ne? Ich gebe es dazu. Ich kann einfach nicht aufgeben und einfach sagen, weiter kannst du nicht. Kehre zurück. Oh, schön. Ja, okay. Ich bin zurückgekehrt. Oh Mann, ey, das ist immer sehr billig, wenn ein Spiel solche Dinge anwenden muss. So, ihr Ding, los geht das. Zack, zack. Wollen wir mal ein bisschen plündern? Dich plündern wir mal? Nichts gefunden, aber was machst du denn da? Bisschen Aerobic hier? Läufst ein bisschen, ne? Ja, mach mal du. Schön ist das. Lass dir Zeit. Diefenbachi, irgendwas. Alles klar. Guave. Ja, richtig. Obst hier. Leben wenigstens gesund, ne? Du. Jo, ihr passt hier auf, ne? Oh, da ist noch einer. Habt ihr gut gemacht. Den habt ihr gut außer Gefecht gesetzt. Hier irgendwas drinne. Ein bisschen durch die brennenden Häuser laufen. Ne, nichts drin. Nichts drin. Dann gehen wir mal da weiter. Guck mal gerade auf die Map durch den Dschungel. Ja, das scheint hier oben scheint der Dschungel zu sein. Hier ist auch dann direkt so ein Stammesgebäude vermutlich. Ziemlich groß. Naja, wir werden sehen. Auf in den Dschungel! Ich bin schon total gespannt. Und was ist das hier für eine Schlotze? Du.
So. Ich gehe erstmal direkt geradeaus, weil hier ist zwar auch so ein Weg, aber wir gehen erstmal geradeaus. Da steht auch schon jemand und wartet auf uns. Wahrscheinlich gleich, wenn man den Dienste gebraucht. Nein. Und dann hat sich das auch wieder erledigt, aber wird sich zeigen. Wie ist die Lage, Donovan? Ah ja, Donovan ist da. Es sind sehr viele. Kannibalen, wenn ich mich nicht irre. Wir sollten uns anschleichen. Gut. Geht voran. Ja, so viel zum Thema Schleichen, ne? Er rennt, okay. Oh nein, scheiße. Wie schleiche ich denn? Ich hab's vergessen. C, ne? Jo, alles klar. Schleichen wir mal gemütlich. Hey, Entdeckung! Der Kerl muss unschädlich gemacht werden. Nehmt die Messer hier. Das geht leise und aus der Distanz. Zielt auf den Kopf. Töte den Wilden leise mit einem Wurfmesser. Also, ein Messer verwendest du, indem du SCG links gedrückt hältst und dann 2 drückst, um die Waffe zu wählen. Du wirfst das Messer, indem du anschließend linke Maustaste drückst, SCG. Dann sag ich 2 für Messer. 2 für Messer. Ich ziele auf den Kopf. Wow, das war voll nicht der Kopf, aber schön war's trotzdem. Jetzt laufen wir wieder normal. Okay. Bei dem wird's einfacher. Er kann uns nicht sehen. Vielleicht könnt ihr euch an den Kerl anschleichen und ihn leise mit dem Haken umbringen. Tötet den Kannibalen leise mit dem Haken. Haken kann ich nicht auswählen. Da muss ich einfach so ranlaufen anscheinend. Machen wir das mal. Erstmal quicksafen. Oh, es geht nicht. Hook kill. Okay. Was? Weg ist es. Schleichen ist nicht mein Ding. Ich werde einen anderen Weg finden. Gut, wir treffen uns am anderen Ende der Sümpfe. Wieso gehe ich nicht mit ihm mit? Viel Glück. Weißt du, kriegen die das nämlich nicht hin, den Typen ordentlich zu animieren? Oh, Schleichen ist scheiße. Ich verpiss mich, ne? Ich gehe außen rum, das ist viel geiler. Ich würde auch lieber außen rum gehen. Schleichen ist auch nicht mein Ding, verdammt nochmal. Na gut, okay, egal. Skills, was haben wir denn so? Boot Bash. Was bringt das uns? Terrorbalken füllt sich. Hier ist die Crew-Geschichte. Erhöht die Chance, den Gegner früh genug zu entdecken, über Angriff oder Flucht zu entscheiden. Ja, dann nehmen wir natürlich alles mit, so gut es geht. Bam. Dann haben wir hier noch, erhöht den erworbenen Respekt um 5 pro Skill-Level. Langweilig. Die Effizienz der Crew beim Entern wird um 5% pro Skill erhöht. Ach, also das ist blöd. Reduziert den Schaden, den der Spieler im Kampf nimmt, um 5 pro Skill. Wir gehen hier mal ein bisschen hoch. Während des Schwertkampfes nutzt Christopher seinen Haken. Boot Bash. Ein Stiefeltritt wirft den Gegner zurück und unterbricht seine Attacke. Fügt ihm, kann ich das auch schon? Nee. Noch mehr Punkte haben wir auch eh nicht. Das war's auch schon wieder. Schön. Einmal zwischenspeichern. Dann sneaken wir wieder los. Wir schleichen da mal hier ein bisschen, ne? Schleiche durch die Sümpfe. Jo, machen wir. Kohlpalme. Oh, ein ganzes Ding dabei, oder was? So. Guck mal, hier ganze Blätterchen und sowas. Ich bin erstaunt. Aber es läuft relativ flüssig. So. Die beiden müssten uns eigentlich sehen. Müssen wir wohl drum rumschleichen. Ich versuche da mal drum rumzuschleichen. So. Dann gehen wir nämlich hier lang. Die Geräuschkulisse geht schon mal cool ab. So, hier scheint irgendwo einer zu sein, aber es ist so dschungelig, dass ich nichts erkennen kann. Oh oh. Oh, Facke. Nein, Messer raus. Okay, ihr ruft euch nicht untereinander. Das ist schon mal gut. Der hat jetzt nicht um Hilfe gerufen. Achtung, da ist ein Intruder oder sowas. Nee, nee. Alles entspannt und ruhig. Da oben scheint irgendwo einer zu sein. Aber ich weiß nicht wo. I don't know. Wir speichern mal wieder zwischen. Das schadet nicht. Ich bin ja so sneaky-mäßig, bin ja voll der Loser. Deswegen wird das interessant. So, ich versuche mal hier diese erhöhte Position zu nutzen. Geht nicht. Ich hatte versucht, diese erhöhte Position zu nutzen. Leider mit relativ geringem Erfolg. Habe ich mich jetzt nicht hinter die Dödels geschlichen? Okay, so, mal sehen.
Den habe ich umgebracht. Das hat schon mal gut funktioniert. Den auch. Hat auch gut funktioniert. Den habe ich nicht getroffen. Schade. Ja, euch beiden kriege ich auch so weg, ne? Ja, zap, zap. Zappadidab. Bam. Siehste. Oh, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Moin, wollt ihr auch kämpfen oder was? Ja, siehste. Läuft doch. Ihr seid echt Experten, du. Ich muss schon sagen, ihr seid harte Krieger. Harte Krieger, die man fast nicht umbringen kann. Aber ich finde es schön, wie das Blut sich auch hier im Wasser verteilt. Schön animiert. Eine Perle. So, das Blöde ist, wenn man die Stealth killt, da muss man so ewiglich weit laufen, um das Loot zu kriegen. Wir müssen auch wieder schleichen hier, nicht, dass uns die Nächsten erwischen. Ihr wisst ja, was für uns Schleichen heißt, ne? Also, durch den Sumpf schleichen heißt, alles umbringen, was in dem Sumpf ist, ne? So heißt für Blaufuchs Schleichen. Ich hoffe, ich habe da nichts falsch verstanden. So, die looten wir auch noch. Gibt auch neue Messer. Sehr, sehr schön. So, Raven, dann mal kurz wieder zwischenspeichern und weiter geht's. Wir gehen mal am besten mittig direkt da durch und gucken ganz vorsichtig. Hier scheinen irgendwo wieder zwei zu sein. Ich muss zugeben, ich kann die kaum erkennen. Meistens immer erst dann, wenn es zu spät ist. Da vorne sehe ich zwei, die sehen mich nicht. Aktuell zumindest nicht. So, dann gehen wir da mal hin, dann gehen wir auf zwei. Dann messer ich den weg. So eine Scheiße. Der ist tot. Oh, der hat mich jetzt gesehen. Die haben mich beide gesehen. Na gut, okay, müssen wir das. So viel zum Thema Schleichen. Zum Glück macht es fast keinen Malus, wenn man nicht schleicht. Die Leute sind auch zu blöd, hier durch diese Bäume durchzulatschen. Oh, oh, von hinten, von hinten. Bloodthirsty, da seht ihr schon. Ich bin Bloodthirsty. Blutlustiger Blutfuchs hier. Komm her, du, ich mach dich fertig. Das ist mein. Yo, da guckst du, wa? So, hier. Dich schieße ich ab. Trifft nicht. Geil, das hat ja wunderbar funktioniert. Ich kann jetzt nicht looten, während er Aggro da versucht, mich zu erreichen. Aber die KI ist eindeutig zu blöd, den Weg zu finden. Ich helfe ihr mal nach. Na komm, Junge. Wie mache ich denn den Boot-Kick? Hier scheint noch irgendwo einer zu sein. So, ich kann dich sehen, aber du kommst nicht her, ne? Ne, du schaffst das nicht. Du kommst hier nicht durch, ne? Ist blöd, wenn die Dschungelleute zu blöd sind, sich in ihren eigenen Dschungel zu bewegen. Ein hartes Los ist das. Ein hartes Los. Gebe ich euch zu. Gebe ich wirklich zu. Da wäre ich auch nicht glücklich drüber. Na, komm. So. Ich habe ja doch noch irgendwen umgebracht. Da, komm, lass mal gucken, was du so dabei hast. Nichts gefunden. Hundertprozentig. Automatisch speichern. Oh, das ist, ihr wisst, was das bedeutet. Bevor wir weitergehen. Au! Was jetzt denn passiert? Das war doch nur ein kleiner Absatz. Mann, Mann. Bevor wir weitergehen, einmal hier auch noch gucken. Juckbohne. Mhm. Messer. Ich habe ja gerade so viele Messer verworfen. Ich muss erstmal wieder ein paar neue sammeln. So. So, dann über die Brücke rüber und dann wollen wir mal schauen, was wir da hinten so finden. Ich muss erstmal den Weg wiederfinden. Wo ging das denn lang? Da glaube ich lang. Boah, nee, ich habe mich jetzt irgendwie verfranst. Erfolgreich geschafft, mich zu verfranzen. So muss das hier lang. Dann war hier das Dörfchen und da hinten ging es irgendwie. Da geht's die Brücke hoch. Alles gut. Hier lang. Und dann gehen wir hier seitlich durch. Und jetzt wird wieder in den Sneak-Modus gegangen. Oh, yo, ist ja gut, Hahn. Nerv mal nicht so rum. So, ihr seht, wir machen dann erstmal hier einen Break. Der Horn hat gegräht. Das ist auch erstmal genug. Ich muss erstmal das alles verarbeiten und sacken lassen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.